In Oberösterreich dürfte der Hochwasserschaden höher sein als befürchtet. Landeshauptmann Josef Pühringer sprach heute von rund 2 Milliarden Euro, was die größte Wiederaufbauleistung seit dem Zweiten Weltkrieg erfordere. Bundespräsident Thomas Klestil hat heute im Bezirk Perg vielen hochwassergeschädigten Mitbürgern Mut gemacht. Der Staatsoberhaupt zeigte sich betroffen von den enormen Schäden im Machland. In Schwertberg besuchte Klestil die Firma Engel. Der Bundespräsident auf seinem Weg zu den Opfern des Hochwassers. Begleitet wird er von Gattin Margot sowie Spitzenpolitikern des Landes. In Schwertberg stehen für das Staatsoberhaupt Gummistiefel bereit. Dann wird die schwer beschädigte Maschinenbaufirma Engel besichtigt. Der Bundespräsident zeigt sich tief erschüttert von den enormen Schäden, die die Fluten hinterlassen haben. Weiter geht es mit dem Bus nach Mitterkirchen und Baumgartenberg. Dort versucht Klestil, den schwer getroffenen Menschen Trost zu spenden. Nun gelte es, nach vorne zu blicken und mit dem Wiederaufbau zu beginnen. Der Tourismus, die Gastronomie, der Fremdenverkehr, Dienstleistung, davon lebt zum Großteil auch Österreich, dass man hier möglichst rasch Normalität signalisiert, dass wieder Gäste kommen, dass die Menschen ihre Häuser, soweit es geht, wieder wohnbar machen. Und dass die Betriebe so rasch als möglich wieder arbeiten können. Dann bedankt sich der Bundespräsident bei allen Einsatzkräften. Er sei stolz auf die überwältigende Hilfsbereitschaft aus allen Bundesländern. Die Katastrophe habe gezeigt, so Klestil, dass die Österreicher zusammenhalten. Auch der Tourismus im Machland und teilweise auch im Strudengau von bis zu 90%. Die Gemeinde Krain im Strudengau. Ruhig ist es heute Mittag in der Tourismusgemeinde. Zu ruhig, wie viele Gemeindebürger finden. Nur wenige Radtouristen sind heute in Krain zu sehen. Seit Tagen bleiben die Gästezimmer leer, obwohl der Großteil der Aufräumarbeiten bereits erledigt ist. Für die Menschen in der Region, die hauptsächlich vom Tourismus leben, beginnt nach dem Kampf gegen das Hochwasser der wirtschaftliche Überlebenskampf. Wenn wir so Umsatz einbussen, um die 90%, die Radfahrer bleiben aus, die Fahrradtouristen, die an und für sich unser Hauptfrequenzbringer sind komplett weggeblieben. Und es ist so, dass das Busgeschäft und das Ausflugsgeschäft auch völlig daniederliegt. Schwer getroffen vom Hochwasser wurde das Café von Helmut Schörgi, ein fast 40-jähriges Familienunternehmen, beliebtes Ausflugsziel für Radtouristen. Trotz allgemeiner Katerstimmung blickt der Besitzer positiv in die Zukunft. Ich habe für die Zukunft ein sehr gutes Gefühl. Allein durch meine Angestellten, die was wirklich zu dem Betrieb halten. Ich blicke wirklich in die Zukunft und sehe das als Chance, wieder einen neuen Beginn zu machen. Und ein neuer Beginn soll nicht nur hier gemacht werden, sondern auch an jenen Orten, wo derzeit noch eifrig aufgeräumt wird, wie hier am Donauradweg vor Krain oder im Keltenmuseum in Mitterkirchen. Bis 31. August sollen alle Schäden behoben sein und spätestens dann, so hoffen die Tourismusverantwortlichen, kommen auch wieder zahlende Gäste.